Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Captain of Industry auf meinem Kanal. Da sind wir jetzt wieder zurück in der frischen Aufnahmerunde. Bin mal wieder rumgegangen wie immer, hab mal wieder alles eingestellt und ja, ich habe einfach ein Problem gesehen diesmal und mehr nicht bis jetzt. Vielleicht kommen die noch hervor, aber es sieht gerade essenstechnisch nicht schlecht aus, es sieht wartungstechnisch nicht schlecht aus, arbeitertechnisch geht so. Wir können da aber noch ein bisschen mehr Bewohner bekommen und wir dürfen nicht vergessen, dass wir, je mehr Roboter wir hier aufstellen, gewinnen wir wieder Leute. Denn so eine braucht 8 Personen und der braucht 3. Das ist da der große Vorteil und deshalb wird sich das auch noch ein bisschen reduzieren, wenn wir dann mal so weit kommen. Das ist die andere Sache. Ein Problem habe ich aber trotzdem gefunden und zwar, das ist der Sand. Wir haben jetzt hier unten, also wir wollen dann eigentlich, sobald das Eisen weg ist, da Sand abbauen. Das wäre so ein bisschen das Ziel. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Sand bis auf die Höhe hier abbauen, wie wir es da vorgezeichnet haben. Und das halt hier durchs ganze Gebiet durch, wenn dann hier die Fabrik sowieso weg muss. Ja, das wäre da so die Idee dahinter, ist jetzt aber noch nicht so weit. Und wir haben jetzt das Problem, wir haben da unten noch 3000 Sand. Das brauchen wir aber auch für die Kupferproduktion. Und ich denke, hier wurde nicht gefüllt, weil hier habe ich ausgestellt gehabt. Und deshalb ist die Goldproduktion da überhaupt nicht gelaufen. Also deshalb sind die auch auf so einem tiefen Wert, weil da nichts lief. Die haben da übrigens auch schon ein bisschen Goldschrott hingebracht. Das also auch. Und jetzt müssten wir schauen. Entweder würden wir halt jetzt Sand abbauen irgendwo. Also ich kann natürlich jetzt auch hier füllen und da unten abholen, aber irgendwann ist es weg. Oder wir entscheiden uns halt dazu, doch ein bisschen Sand herzustellen. Und ist halt einfach sehr mühsam. Also 8 Sand in 60 gibt es da raus. Und für das Gold ist es kein Problem, denn da brauchen wir 2 in 60 für jede Einheit. Also 4 locker. Aber ich habe auch da die zweite Gläserei wieder angeschmissen, weil der ist leer. Der ist halb leer. Hier drüben sind es ganze 48 Sand. Das heißt, wir bräuchten 6 solche Mühleinheiten. Ist schon sehr viel. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir das mal im kleinen Maß hier aufbauen. Damit zumindest ein bisschen was hergestellt werden kann. Also wenn wir jetzt sagen, könnte es eigentlich auf diese Seite machen, dass man da noch trotzdem gut hinfahren kann. Wir stellen einen auf. Ich muss gleich schauen, wie das schon wieder war. Von Gestein auf Kies. Genau, also einer der Gestein verarbeitet, kann 3 der Sand verarbeitet machen. So. Dann könnten wir das erstmal so aufstellen. Habe ich hoffentlich auch keinen eingeschlossen. So, und jetzt braucht er 24 in 60 Gestein. Wir machen dann so einen dahinter. Ja, da ist es, dafür geht es wieder hoch da. Einmal so. Und den sollen sie dann mit Gestein füllen. Mach mal Priorität 6, dass es auf jeden Fall zuerst gefüllt wird, bevor andere Dinge gefüllt werden. Wir müssen aber aufpassen, wir haben das nur an einem anderen Ort, glaube ich. Und das ist hier unten. Da seht ihr, da wird auch Gestein gefüllt. Den stelle ich aber trotzdem auf die 5, dass der wichtiger bleibt. Weil wenn der Prozess da mal anhält, dann haben wir hier ein Problem mit unserer Energie. Also da müssen wir wirklich alles daran setzen, dass das da weiterläuft. Das ist wichtig. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir irgendwann da ein weiteres Endlager brauchen. Weil sonst stoppt es natürlich auch. Ja, und jetzt hätten wir 24 Sand in 60. Wenn sich das hier aufteilt, so wie es sollte, dann bekommen die da locker genug. Und da drüben ist einfach das da, was da ist. Ja. Jetzt, ihr seht, ist gar nichts da, dann läuft auch nichts. Und so weiter und so fort. Wird sich dann schon zeigen. Wird da schon wieder was produziert? Jawohl. Wenn da genügend Strom da wäre. Und wir sehen, die Goldproduktion läuft wieder. Das ist schön. Hat sich natürlich hier ein bisschen angestaut. Die Frage ist aber auch, wir werden dann sehen, so in einer halben Stunde oder so, jetzt beim Spielen, ob das wirklich auf demselben Niveau bleibt oder abnimmt, weil es muss ja auch erstmal so viel Kohle, so viel Golderz zusammenkommen. Auf der Seite wird natürlich alles wieder verbraucht, was gerade reinkommt. Ja, da haben wir aktuell einen
turbomäßig starken Verbrauch, habe ich so das Gefühl. Das reicht dann niemals aus. Was kosten die? 30 Kilowatt und nur 2 Arbeiter. Ja, komm. Gehen mal einmal hin und machen es nochmals. Direkt daneben. Da ist das Kopieren natürlich wieder sehr praktisch. So, einmal da anbinden. Und jetzt haben wir das Doppelte. Was hatte ich da für eine Priorität? 6. Muss da natürlich auch so viel Stein da sein. Und für das hat man, also ich nehme an, es ist wegen dem, für das haben wir zum Beispiel hier das Steinbergwerk freigeschalten. Denn es gibt kein Sandbergwerk oder so. Das gibt es nicht. Das existiert da nicht. Aber so sollten wir hier oben auf jeden Fall bereit sein. Wie viel Server haben wir? Wieder bereit. 89, das heißt, es gibt wieder einen Steckplatz mehr. Jetzt 84 da. Und ja, wir werden es erleben. Es braucht nur noch 12 Server und dann haben wir 2 Racks voll. Und dann braucht es da schon wieder einen Anbau für das dritte Rack. Was auch noch hier Platz hätte übrigens. Das schon. Ja, und ich muss langsam... Wir können ja auch das mal ablaufen lassen. Hier leer laufen lassen und danach wieder aktivieren. Weil Mikrochip-technisch stehen wir sehr gut da. Wir könnten natürlich auch weiter handeln, aber ist gar nicht unbedingt nötig. Und wir sind ja da aktuell dabei aus, die Elektronikteile da herzustellen. Wie viel verbrauchen wir hier? 4 in 60 mal 2, also 8 in 60. Und der stellt her 6. Ja, theoretisch müsste es schon aufgehen. Also die Haushaltsgeräte verbrauchen 1,5 der Produktion. Gut, hier ist es anders. Das sind's. Die beiden sind für die Haushaltsgeräte. Ich könnte natürlich jetzt die auch noch weiter upgraden. Ja, ich muss... Also, es staut sich langsam ein bisschen an. Das ist schon gut. Ich könnte jetzt auch den zuerst. Dass da mal richtig viel hergestellt wird. Komm, wir machen das. Die Wertstoffe, das ist halt wirklich auch so eine Sache. Also ich kann ja auch mal... wo sind sie schon wieder? Wir machen mal noch ein zweites Lager hier hin. Aber es ist halt schon höchst problematisch, weil hier, ihr seht, ist voll. Hier ist ein bisschen voll, aber nicht ganz. Und ja, wenn die halt voll mit Wertstoffen sind. 160 ist... 16 in 60 liefert einer. Das ist sehr viel eigentlich. Weil der kann ja nur 48 verarbeiten und 32 kommt von der Forschung. Also das ist, glaube ich, ein bisschen angestiegen. Habe ich so das Gefühl. Wir bräuchten eventuell sogar eine zweite. Ja, die eigentlich auch Sinn machen würde. Wenn wir die zum Beispiel... Also wir wollen ja da oben noch weiter bauen. Also da soll es nochmals das geben, damit wir dann die Wartung nach oben transportieren können. Also das, was jetzt hier ist, das da und das da. Forschung geht ja dann aus. Ja, dann müssten wir da oben eigentlich eine zweite platzieren. Dann hat die Siedlung eine und die Wartung. Ihr seht, auch die ist instant voll. Und man kann sie eben nicht boosten. Ach, 45 Arbeiter ist halt doch eine rechte Zahl. Und es muss auch ständig da geleert werden. Also ich träume davon, eine automatisierte Variante zu haben, wenn ich da ehrlich bin. Wo nicht solche Dinge hier sind. Dann lass uns doch da oben nochmals Stahl aufbauen. Oder gleich direkt aus dieser raus. Das hast du die Frage. So, dann würde ich das nämlich da hinstellen. Da oben. Und dann machen wir danach Brennöfen. So wie es da vorne ist. Ich kann es ja mal im Planungsmodus bauen. Man könnte es aber auch auf der Ebene machen, wenn ich da ehrlich bin. Wenn wir es jetzt hier hin machen. Ja, dann hätte ich auch die Säure in der Nähe und so. Das Gold könnte ich direkt da einsteuern. So, ist immer noch der Modus. Wenn wir das jetzt hier hinbauen, so da. Mit genügend Abstand, einmal so. Das Gold ist ja hier. Kupfer, Eisen, Glas. Wir haben die Forschung geschafft. Das ging aber schnell gefühlt. Wir haben da die medizinischen Produkte der nächsten Stufe. Ich muss einmal nach vorne. Die da unten, da schauen wir dann gleich.
Und jetzt ist die Frage, wir können einerseits die verbesserte Ofenanlage, die würde auch mit Eisenschrott funktionieren, also auch den Schrott betrifft das. Oder halt die Montagerobotik Stufe 2. So, und was macht die? Die ist einfach nochmals schneller. Ja. Mikrochip kommt eigentlich nicht in Frage für mich unbedingt. Weil die Mikrochip-Maschine 2 braucht bestimmt mehr Festplattenspeicher, bin ich fast überzeugt. Komm, wir machen die Montage robotisch. Oder das mit den Erzen. Da ist einfach, da braucht es überall Graphit und das macht halt nur Sinn, wenn man das hat. Also machen wir zuerst das. Weil wenn wir dann halt zum Beispiel die Server schneller fertigen könnten, wäre das doch ein bedeutender Vorteil. Das wäre für das Eisen. Aus dem würde ich aber Stahl machen wahrscheinlich. Also gleich in die Kette, weil wenn wir dann hier die Wartung anschließen, wäre das hilfreich, sage ich mal. So, und dann machen wir einen für Kupfer. Und einen fürs Glas. Plan das da mal vor, Eisenschrott. Und ans Ende kommt da natürlich, kommt große Lager, können wir uns leisten. Alle auf einer Ebene vielleicht. Oder nee, hier oben ist besser. Weil dann können wir das da schon weiterverarbeiten. Das passt schon. So. Schön abgestuft. Einmal hier Stahl. Einmal Kupfer. Und einmal Glas. Sollen wir es mal aktivieren? Es fehlt nicht viel. Es fehlt eine Abluft. Und es fehlt ein bisschen Sauerstoff. Mehr nicht. Gehen wir mit dem Pause-Tool drüber. Oh ja, es geht. Okay. Stabil? Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ob das so stabil ist. Ausgelastet. Da wird schon eher was. Okay, bleibt ausgelastet. Kann aber auch sein, dass sie jetzt viel zusammen hinbringen können da. Da oben machen wir jetzt ein großes Schüttgutlager. Sowas würde ich sagen. Ah, ja, jetzt sollten wir den Planungsmodus verlassen. Weil sonst baue ich weiter so. Das wäre ja nicht geplant. Gut, und dann kann der da befüllen. So, hier kann dann Wertstoffe hin. Gut. Und alles Weitere schauen wir dann, denn wir wollen es ja natürlich noch verbinden. Irgendwie. Und das passt gerade perfekt, denn wir müssen ja auch noch mit dem Gold, was dann da zusammenkommt, unter der Brücke durch. Automatisch angeschlossen. Kohle ist auch schon angekommen. Ja, ihr seht, es baut sich extrem schnell auf. Also da merkt man jetzt das neue Update. Das hat sehr viel gebracht eigentlich, denke ich. Hier haben wir auch wieder ein bisschen Beton verbraucht. Das ist auch nicht schlecht. Ach, vielleicht bereue ich noch, dass ich da nicht eine größere gemacht habe. Eine größere Fahrzeugrampe, aber naja. Gut. Säure ist auch schon da. Denke, dann fehlt es nur an der Abluft. Ah, und für das müssen wir ja nochmals unten durch. Ja, ich glaube, dann reißen wir die nochmals ab. Aber wie hat denn der Wasser bekommen? Ah, wahrscheinlich angeliefert. Das soll natürlich nicht sein. Gut. Und wir sehen, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, hier sind 60,2 Produktionen und wir verarbeiten nur 48. Das kann sein, dass wir das auch noch irgendwann boosten müssen da. Ja, wenn man natürlich am meisten Stahl oder Eisen verarbeitet, kommt auch wieder das zurück. Das ist klar. Aber für den Moment bin ich eigentlich sehr zufrieden. Vor allem auch haben wir hier ein großes Zwischenlager. Und ihr seht, der da, der führt es sogar da nach unten. Glaube ich. Ja, da machen wir aber den ersten Mal auf Nichtfüllen. 136 Server drin. Sehr schön. Das ist doch mal was. Und ich denke, wir verbessern jetzt die hier noch. Damit wir dann bereit sind, um gleich auf die Montage Robotisch 2 umzusteigen. Natürlich. 240 Server. Das ist ja wie ein Traum. So, voll. 84 von 96. Und wir bauen da den nächsten auf. Einmal hier so hin. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob da noch eine Wasser...
Eine passt noch hin. Dann lassen Sie die doch da genau da machen. Was ich jetzt noch anschauen möchte, also wir haben jetzt lange Zeit da Dinge optimiert und so. Das ist ja nicht unbedingt spannend. Jetzt haben wir noch was Neues freigeschaltet. Und zwar hier die medizinischen Produkte Stufe 3. Wir können einerseits jetzt Mohn ansehen. Schlaf. Oder Schafmohn. Sieht man den hier? Genau, da. Noch 4 Monate. Braucht eigentlich wenig Wasser. Und normale Fruchtbarkeit, kann man sagen. Da wird gleich angebaut. Da ist die Fruchtbarkeit relativ tief. Also, da scheint nicht so viel Dünger anzukommen. Dafür hätte der umso mehr Dünger zu geben. Dann drehen wir doch hier mal die Richtung. Weil von da kommt eh nichts. Und dann läuft doch da mal organisch rein und ihr seht, dann steigt das da auch ein bisschen. Gut. Und jetzt brauchen wir da auch noch ein Zwischenlager für diesen Mohn. Okay, also jetzt wollen wir aber wirklich nochmals, wir haben ihn jetzt angebaut. Und jetzt schauen wir, was man da so macht. Wir brauchen Betäubungsmittel und Morphin. Und das kombinieren wir dann zusammen. Wir kriegen da genügend bei einer Produktion und hier ebenfalls. Wir könnten sogar eine doppelte Produktion machen dann. Das ist Chemiefabrik 2. Wir müssen aber nochmals Fluorwasserstoff produzieren. Das war Gestein und Säure. Und ja, wir haben auf dieser Seite hier keine Säure. Das ist da ein bisschen das Schlechte. Wir können natürlich auch hier eigene Säure herstellen. Das ist wahrscheinlich the way to go. Denke ich mal. Ja, was denn sonst eigentlich? Dann lass uns doch hier daneben mal zweimal Chemiefabrik hinstellen. Also ich kann es natürlich auch... Ich kann es auch da vorne machen. Hier daneben. Aber nee, da weiß ich nicht, ob ich das nochmals verbreitere. Das ist so die Sache. Hier haben wir halt so 2 Quadrate, die irgendwie nichts bedeuten. Aber wenn ich das hier so hinstelle... Und dann würden wir in dem würden wir Betäubungsmittel. Und bei dem wäre es dann hier die Morphin-Spritze oder Dose, was es auch immer ist. Gut, und dann da vorne die weitere Produktion. So, und dann zweigen wir da einfach Schwefel ab und produzieren die Säure selbst. Wasser ist ja auch da. Wie schön, dass ich hier schön unten durch kann. Alles oberhalb ist. Gut. Und dann da die Leitung. Und jetzt fehlt der Fluorwasserstoff. Das ist Gestein plus Säure im Absetzbecken. Und wie viel brauche ich? 12 in 60. Aber ich brauche ja eh nicht das volle, wenn ich jetzt erstmal so machen, das mache. Und ich mache 8 in 60. Damit müssen wir zufrieden sein. Eigentlich... Oh, da ist Mohn angekommen. Sieht so aus. Ja, macht Sinn, dass es so aussieht etwa. Dann haben wir hier das Zwischenspeicherlager für die Gelben. Das ist einer der komplexesten Lagerbereiche, die wir hier haben, weil alles so nah beieinander ist. Und ausbautechnisch Katastrophe, weil nichts ausbaubar ist praktisch. Das ist halt so. Ja, und jetzt haben wir weiterhin das Problem, dass wir... Hier könnten wir noch die Siedlung ausbauen, wenn der nicht im Weg stehen würde da. Also eine Siedlung müssen wir wohl noch anbauen. Ohne geht's nicht. Ist dann aber gefährlich. Ich würde sagen, ich stelle das Bevölkerungswachstum danach aus. Weil braucht natürlich wieder mehr Essen, mehr Medizin, mehr Möbel. Ihr kennt das Spiel. Das sehe ich aber gar nicht gerne. Gummi komplett leer. Das ist aber... Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, da haben wir ein Problemchen. So, ich mache den mal noch schnell hin. Der ging noch vergessen. Medizin rot. Da müssen wir schauen. Also, gelbe ist da nach wie vor angenommen. Ich mache da einfach mal noch die rote hinzu. So. Die gibt plus 1,2 und 25 Gesundheit. Und hat auch eine bessere Reduktion. Kann ich ja traden vielleicht? Vielleicht geht das ja. Ja, hier, schau an. Vor allem noch die weißen wegtraden. Das ist ja noch besser. Werde ich da auch noch ein paar los. So, bauen wir das hin.
Aber ja, wir müssen mehr investieren. Hier muss mehr Abbaugerät hin. Wir haben ja den Treibstoff jetzt. Wir können da wieder expandieren. Wir hatten lange Zeit da Probleme. Wir müssen hier schauen. Es hakt an so manchen Stellen. Aber wir haben Gutes geschafft. Wir haben hier Entsorgungsstelle neu aufgebaut, die zwar jetzt ein bisschen Overkill ist, aber das kommt noch. Weil da unten ja alles weg muss und dann ist das schon gut. Dafür brauchen wir übrigens zu wenig. Das ist auch so lustig daran. Ja, wir haben den gemacht und wir haben die Medizin, das was wir erforscht haben, erweitert. Ich würde aber trotzdem sagen, diese chaotische Fabrik, also da ist schon gut entstanden. Ja, das sind auch die ersten über das Band gerollt. Da kommen gleich die nächsten. Mal ganz nahe Aufnahme. So, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es weitergeht. Bis dahin, habt einen schönen Tag und tschüss.